Liebe Zuschauer, am 23. April ist der Welttag des Buches. Ja, das ist ein Termin, der auch im Veranstaltungskalender der Stadtbibliothek Hoyerswerda fest markiert ist. Und an meiner Seite sitzt jetzt die Leiterin der Stadtbibliothek, Ann-Kathrin Trojan. Nun, auch in diesem Jahr ist ja bestimmt eine Menge geplant. Was denn so? Selbstverständlich ist viel geplant. Wir haben uns der Tag fällt leider auf einen Sonntag, stört uns aber nicht. Uns ist es wichtig, an dem Tag natürlich alle Türen offen zu halten für unsere Leser und auch Nichtleser. Alle sind herzlich willkommen und eingeladen. Geplant ist eine Schatzsuche nach dem goldenen Buch. Außerdem haben wir viele Lesungen im Angebot. Wir möchten, dass die Kinder selber ihr eigenes Buch basteln und gestalten. Dann bieten wir noch einen Bücherbazar an. Und das Highlight dieser Veranstaltung wird sein, dass die Kinder die Möglichkeit haben, die Fensterscheiben, die ja hier sehr groß sind in der Bibliothek, mit Fingermalfarbe selber zu gestalten. Gehen wir mal auf die einzelnen Angebote ein. Da gibt es die Buchrallye wie in jedem Jahr. Was wird dieses Mal geplant sein? Wie gesagt, die Schatzsuche wird die Rallye sein. Es wird ein geheimnisvolles Buch sein. Es wird golden sein. Und die Kinder haben die Möglichkeit sie haben die Aufgabe, verschiedene Schatzteile, Schatzkartenteile zu suchen und daraus sich halt abzuleiten, wo das Buch sich verstecken könnte. Genau. Auf die ganz Kleinen wartet ja das Bilderbuchkino. Genau. Was wird es da zu sehen geben? Das ist integriert in der Schatzsuchen-Rallye. In dem Bilderbuchkino wird der Titel heißt Der kultivierte Wolf. Da geht es ums Lesen und wie uns das Lesen beeinflusst und was wir dadurch lernen. Vor allem. Mach dir dein eigenes Buch. So würde ich jetzt einfach mal den Bastelstand in diesem Jahr überschreiben. Ja, das ist richtig. Es ist ja schwierig, ein eigenes Buch selbst zu bauen. Deshalb kommen wir den Kindern ein bisschen entgegen. Wir haben was vorbereitet. Das heißt, wir haben den Buchblock schon vorbereitet, den Einband. Und jetzt ist natürlich noch die Kreativität der Kinder gefragt. Die sollen die Bücher dann gestalten, die zwei Teile des Buches zusammenkleben und dadurch ihr eigenes Buch erhalten. Basteln und gestalten, genau. Alle Kids dürfen sich auch ausprobieren, zwar jetzt nicht in der Bibliothek, sondern vor der Bibliothek an den Fensterscheiben mit Fingermalfarbe. Ja, das ist richtig. Das ist völlig egal, was gemalt wird. Die Kreativität darf da seinen freien Lauf gelassen werden. Und am Ende natürlich wird das schönste Fensterbild prämiert und mit einem kleinen Preis belohnt. Wer da mitmachen möchte, müsste sich aber vorher anmelden. Wie geht das und wo sollte man sich hinwenden? Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich anzumelden. Zum einen geht es eben online über die Homepage oder eben per E-Mail. Oder Sie kommen direkt zu uns an die Theke, zur Kollegin, sagen, Sie hätten gern einen Fensterplatz oder sogar zwei für die Schwester noch mit dazu. Und schon tragen wir das ein und es ist reserviert. Anmelden kann man sich noch bis wann? Das geht bis zum 22.04. abends 0 Uhr. Natürlich gern. Und wie sieht's aus? Jetzt haben wir die ganzen Aktivitäten und Angebote für die Kinder behandelt. Was steht so für den Rest der Familie auf dem Plan? Das ist einfach eigentlich nur gemütliches Beieinandersein, das Miteinander, die Kommunikation, sich treffen, miteinander austauschen. Das steht mit im Vordergrund, genau. Also auch was sehr, sehr Nettes. Dann danke ich Ihnen erstmal, Frau Trojan. Und liebe Zuschauer, von 15 bis 18 Uhr ist die Bibliothek am Sonntag geöffnet für den Welttag des Buches.